Hi und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, ich habe eine etwas andere Frisur, weil meine Haare sind ja viel länger geworden seit ein paar Monaten. Jetzt sind noch die hier, die irgendwie ganz blöd vorspicken und hier so ein paar, aber sonst kann ich eigentlich meine Haare schon fast komplett zu einem Zopf machen. Und ja. Und ich hab ein lustiges kleines Hobby. Also, ich habe diese Locke hier. Die mir so richtig unpraktisch im Gesicht rumhängt, wenn ich sie nicht gerade festklippe, der habe ich einen Namen gegeben. Als ich jünger war, hatte Justin Bieber so eine ähnliche Frisur und darum heißt meine Locke Justin Bieber. Ja, irgendwie ein bisschen schräg, aber so ist es jetzt halt. So, gut. Meine Haare sind verräumt, kitzeln nirgends, wir können anfangen. Hi. Ja, das hier ist ein kleines Update mal einfach zu mir. Und was bei mir sich so getan hat, wie es mir gerade so geht. Und ja, also, ich habe eine fiese, fiese Sucht nach Tassimo Chai Latte entwickelt oder Tassimo Kaba im Sinne von Milka Kaba. Das Zeug, mein Gott, ich liebe es. Und ja. Ich könnte das literweise trinken und jetzt war es gerade so, dass dass mich mal wieder ein Feuerwerk ausgehebelt hat. Und dann habe ich die Kaffeemaschine aber gebraucht, im Sinne von, dass da kein Dreck drin sein darf, weil sonst kriege ich kein klares Wasser raus. Und dann konnte ich jetzt gerade tagelang nichts davon trinken. Und im Moment, jetzt wo ich gerne noch eine zweite Tasse hätte, läuft gerade mein Entkalkungsprogramm durch, weil jetzt habe ich zum ersten Mal Kalk in dem Ding. Und es stand in der Anleitung, es gibt also, hätte ich jetzt das Entkalkungsmittel von denen nehmen können oder halt das Hausmittel Zitrone oder sowas. Da habe ich mich für Zitrone entschieden, weil bei so anderen Mitteln weiß man halt einfach nicht, was drin ist und ich möchte es nicht meinem Körper zufügen. Ja, weil ja, mein Körper ist mir schon wichtig. Gut, was gibt's noch? Ja, ich hab mir diese Tasse von meiner Mom geliehen, wobei ich eigentlich erst sagen würde, ich habe die Tasse annektiert, weil ich bin jetzt ganz, ich merke, ich bin schon sehr verrückt nach der Tasse. Und ja, ich merke so langsam, ich annektiere sie, aber mal sehen. Ich habe auch noch andere Tassen mir diesen Monat gekauft. Ich habe eine Menge Tassen gekauft, weil ich habe meine ganzen alten Lieblingstassen hab ich weggeräumt. Das gerade. Also bei mir gerade im Hintergrund, das habt ihr wahrscheinlich nicht gehört, aber da war gerade ein ganz, ganz komisches Geräusch. Okay, bevor es jetzt nicht blub, blub, blub macht, renne ich mal noch nicht los, weil wenn es blub, blub, blub macht, denke ich, dass es die Kaffeemaschine ist. Dann müsste ich mich ganz kurz kümmern, aber will man das? Ja, aber ich muss sagen, so alles in allem, dieses Jahr war es ja wirklich so, dass ich sagen kann, was ich will. Ich habe echt viele Mega-Geschenke bekommen. Also ab 30 war geschenketechnisch echt mega. Aber eins meiner absoluten Lieblingsgeschenke ist, wie gesagt, meine Tassimo Kaffeemaschine, weil die gibt mir so viel Freiheit, also so viel Freiheit. Und allein dafür finde ich, ist sie fast unbezahlbar, weil ich eben die Möglichkeit habe, dass ich durch diese Kaffeemaschine an Tagen, wo ich selbst den Wasserkocher nicht hochbekäme und dann nichts trinken kann, plötzlich doch was zum Trinken habe. Und diese Freiheit, finde ich, hat mich dieses Jahr sehr, sehr glücklich gemacht und hat mir auch sehr viele Türen geöffnet. Ja, während ich hier gerade so rede, gucke ich gerade so meine Zähne auf der Kamera an und muss dran denken, dass ich. Du Mami! Dass ich eben, wie gesagt, dass ich auch beim Zahnarzt war und mein Zahnarzt, also ich habe hier an dem hinteren Zahn habe ich durch meine Weisheitsgeschichte, also ich hatte ja Weisheitszähne und die haben Karies entwickelt, weil die eben in der Backentasche drin waren, ganz blöd und dadurch konnte ich sie nicht richtig putzen und dann haben sie halt
Karies entwickelt. Dann hatte ich mit 22 eine Weisheitszahn-OP und die sind dann rausgekommen, aber davon rechte sind mehr oder weniger auf die Zähne, also auf alle vier gegenüber, also daneben ist so ein bisschen was, also war dann der Zahnschmelz und so schon angegriffen. Und dann hatte ich da halt so eine Stelle, wo der Zahnarzt immer, also da hat mir auch schon meine frühere Zahnärztin immer hat da immer danach geguckt und hat halt nichts dazu gesagt, weil es halt schon eine Weile so ist und es sich nicht verschlechtert hat. Und wir gesagt haben, wir müssen es nicht immer wieder besprechen, weil wir kennen die Stelle beide und wenn sich was ändert, dann reden wir halt drüber. Und mein Zahnarzt hat jetzt dieses Mal, hat er, also letztes Mal hat er es entdeckt, so für, also so entdeckt, weil ich habe einen neuen Zahnarzt. Übrigens ein ultra kompetenter Mann und sehr nett. Ich mag ihn sehr gerne. Aber ich bin trotzdem froh, wenn ich ihn nur zweimal im Jahr sehe. Ich habe es nicht so mit Zahnarztbesuchen, ich gebe es zu. Ja, auf jeden Fall hat er dann das angeguckt und hat so drauf geguckt und war total verwundert, dass ich die Stelle so gut halten kann und dass da nichts irgendwie passiert ist. Ja, das fand ich ganz toll, dass das so, also auch mal, also ja, Lob mal wieder vom Zahnarzt, ist auch schön. Ja, was gibt's noch? Ja. Was hat sich noch getan seit meinem letzten Update? Also bei mir tut sich eigentlich gerade mehr im Zimmerprojekt und das ist unglaublich, was sich da alles tut. Aber ich möchte euch ja einfach auch mal wieder was von mir erzählen. Leo geht es zurzeit ganz gut. Also meine Eltern auch, soweit so. Vor allem mein Papa ist voll süß bei diesem Projekt. Der unterstützt mich bei echt allem. Es ist wirklich, wirklich schön, wenn man da. Also er ist auch immer total begeistert und so, wenn dann sich neue Dinge tun und. Ja, da kann ich euch dann spät nachher bei einer anderen, also bei einem späteren Video, werde ich euch dann eine voll, kann ich euch dann eine voll süße Geschichte erzählen. Ja, also ja, puh, jetzt wäre ich bei jedem weiteren Update, das ich euch gebe, tatsächlich im Bereich von, ich spoilere euch auf mein Zimmerprojekt-Video. Und deswegen muss ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich aufhören. Und ja, dann würde ich euch jetzt tatsächlich an dieser Stelle mein Video beenden. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was sich bei euch so getan hat. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an debell.treatmeatoutlook.com. Und ja, dann geht es jetzt in den nächsten Videos weiter mit meinem Zimmerprojekt. Aber ich wollte euch einfach mal zwischendrin so ein bisschen erzählen, wie es mir so geht. Und ja. Ich kann mich alles in allem eigentlich nicht beschweren. Ich bin nur etwas übermüdet, aber das werde ich euch dann, wie gesagt, im Projektvideo erklären, warum. Also, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!